Flohmarkt im hohen Norden? Was meine ich damit? Tja, ich habe Freunde in Kiel besucht und war auch auf dem Flohmarkt. Wie es dazu kam, erfahrt ihr gleich. Es begann damit, dass mein Bruder und ich einfach nur Freunde in Kiel besuchen wollten. Ich grüße euch an dieser Stelle, ihr drei, und danke für die Bewertung und ja, für das schöne Wochenende. Wie gesagt, wir haben uns verabredet, das machen wir ein paar Mal im Jahr, um treffen und quatschen und haben einfach eine schöne Zeit zusammen. Ja, und es ergab sich so, dass dann der gute Freund mich angerufen hat, gesagt hat, hey, am Sonntag, also wir wollten uns am Samstag treffen, ist ein Flohmarkt bei mir in der Innenstadt, in der Kieler Innenstadt, und habt ihr nicht Lust, mit uns darüber zu gehen? Naja, und wir haben einfach gesagt, ja, warum nicht? Haben dann auch bei ihnen übernachtet, das war auch sehr lieb von euch. Und ja, dann sind wir nach dem Treffen in dem Sinne schön auf dem Flohmarkt gefahren. Aber ich will zuerst einmal auch sagen, danke nochmal, dass ihr uns da mal wieder begrüßt habt. Und ihr habt uns ja ein paar schöne Sachen auch überlassen. Und den Anfang mache ich erstmal mit den kleinen, ja, auch Geschenken von euch, die ihr uns gegeben habt, bevor ich zu dem Flohmarkt von komme. Den Anfang mache diese wunderbare Cornflakes-Schachtel mit Transformers. Ist jetzt was Modernes, liegt daran, ich bin großer Transformers-Fan, und ja, da wurde gedacht, hey, ist doch was für dein Frühstück. Ja, werde ich nochmal frühstücken. Ihr seht, ist noch ordentlich offen. Das gab's sozusagen. Und als Comic-Fan haben mein Bruder und ich jeweils das in die Hand gedrückt gekriegt. Spider-Man auf der Duschgel-Verpackung, ne? Limitierte Edition. Irgendwie ganz witzig, ja. Haben uns auch sehr gefreut. Ich habe jetzt nur eine Flasche als Beispiel genommen. Ja, und weiter gab es dann noch ein paar Kleinigkeiten. Sie waren im Comicladen und da gab es den gratis Comic-Tag. Obwohl, beziehungsweise nicht, das ist... Es gab mal den Gratis-Comic-Tag, ihr kennt das ja auch. Und dieser war 2015, wie ich das jetzt gerade sehe, und 2014. Und am Gratis-Comic-Tag gibt es halt so Comics umsonst. Und diesen ganzen Stapel habe ich geschenkt gekriegt. Und zwar hier mal Donald Duck, Gratis-Comic-Tag von 2015. Ups. Da. Dann diesen von 2014, auch Donald Duck. Diesen von 2016. Hier haben wir die Schlümpfe von 2016. Ach, ich sehe gerade, das Donald Duck ist doppelt. Aber gut. Dann haben wir hier von Sepp Titoff oder Titoff, keine Ahnung, was ausgesprochen wird. Auch vom 2016er. Also wie gesagt, das sind ja jetzt auch schon 9 Jahre. Dann haben wir hier die Kiste oder Kiste von Patrick Wirbeleit und Uwe Heitschötter. Das ist ja so, dass beim Gratis-Comic-Tag einige Verlage mitmachen, und hier in dem Sinne ist es auch mal so ein paar Independent-Sachen. Hier haben wir von 2016 Pokémon, die ersten Abenteuer Nummer 1. Ist auch natürlich Manga-konform, von der anderen Seite gebunden. Von 2016 dem Comic Gratis-Comic von Avatar, Herr der Elemente. Dann haben wir hier Jomecke, das Luftmobil von 2016. Was sich so eben ansammelt. Auch recht schön. Und ich als Comic-Fan der Reihe Danger Girl von 2022 habe ich hier Danger Girl Viva Last Danger. Ich mag diese Reihe wirklich sehr gerne. Habe sie von Anfang an gelesen. Habe auch die Computerspiele und so weiter. Davon, naja, auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen Dank auf jeden Fall. Dann gab es noch zwei andere Sachen, und zwar durfte ich mir die aussuchen und mitnehmen. Die Oma der Tochter bzw. die Mutter von meinem Gastgeber sammelte Kinoprogrammhefte, und da habe ich mir ein paar rausgesucht, unter anderem 20.000 Meilen unter dem Meer. Die gab es in deutschen Kinos damals in den, hier steht echt teilweise kein Datum, aber das ist so, ich sag mal, 60er Jahre.
wo die dann im Kino liefen und ja, sind auch schon sehr alt, im Endeffekt älter als ich. Und ja, da habe ich ein paar schöne mir ausgesucht. Die werde ich aber in Einzelvideos, sage ich mal, in Let's Views genauer angucken. Das wird aber zukünftig kommen. Deswegen werde ich euch da jetzt nicht mehr zeigen. Beziehungsweise ich kann so ein paar zeigen. Komm, ich zeige doch ein paar. Also hier, wie gesagt, 20.000 Meilen oder mehr, der Disney-Film. Hier haben wir Vom Winde verweht, auch ein Klassiker. Aber es sind auch Klassiker dabei, deutsche Klassiker dabei. Und da könnt ihr mir sagen, ob ihr das zum Beispiel kennt. Heinz Erhardt, Witwer mit 5 Töchtern. Ich bin damit aufgewachsen halt. Und was ich jetzt auch noch habe als letztes, was ich jetzt mal zeige. Also hier ist eine ganze Menge. Hier haben wir zum Beispiel Charlies Tante mit Heinz Rühmann. Und hier sogar, das sind so teilweise Faltblättchen, aber hier könnt ihr gleich sehen. Die Mädels vom Immenhof. Auch eine deutsche Kultkomödie, Kultabendfilm. Und so ein paar andere eben Filme. Es sind halt Klassiker, wirklich alte Zeit. Und wer von euch schon die paar, die ich jetzt gezeigt habe, kennt, kann es gerne in den Kommentaren sagen. 20.000 Meilen und mehr, glaube ich, ist der, den die meisten kennen werden. Die Jules Verne und Verfilmung oder die Disney-Verfilmung des Jules Verne-Romans. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut darüber. Vielen, vielen Dank. Und das macht meine persönliche Kinosammlung doch einiges schöner. Und ich werde die nochmal einzeln in Let's Views künftig vorstellen. Das wird natürlich sehr kurz sein, weil die haben höchstens 4 bis 8 Seiten. Ja, dann gab es noch eine Sache, die wir geschenkt gekriegt haben, die wohl irgendwie fälschlicherweise dort angekommen ist. Ein Handbuch für den Nintendo Zapper. Ja, da sage ich nicht nein. Vielen Dank. Vielen Dank für all diese für die schönen Sachen. Und wie gesagt, diese Zapper-Anleitung, die wird natürlich auch gesammelt. Den Zapper haben wir irgendwo, ich weiß gar nicht wo, aber jetzt nochmal eine schöne Anleitung. Ja, und jetzt kommen die Funde auf dem Flohmarkt, denn wie gesagt, wir waren dort am Samstag, haben wir einen schönen Tag verbracht, gegessen zusammen, Spaß gehabt und so weiter, viel Musik gehört und einfach nur gequatscht, das war sehr, sehr schön. Und am Sonntag, wie gesagt, wir haben da übernachtet. Und dann haben wir gesagt, ab 7 Uhr stehen wir auf. Das war auch so, dass die Sonne so um dem Dreh aufgeht. Und sind dann, ja, so grob gesagt, 7:30 dort in die Kieler Innenstadt gefahren, wo der Flohmarkt auch stattgefunden hat. Was kann man so grob erstmal zu dem sagen? Es sind sehr viele Privatleute da gewesen. Und auch viele, ja, Semi-Händler, Händler, aber keine Entrümpler. Also es sind dann viele Händler, Buchhändler, DVD-Händler, Plattenhändler, kann man so sagen. Natürlich war sehr, sehr viel Kleidung dort. Was immer ist zum Jahresende, da ist ein bisschen mehr noch Klamotten, gerade Winterklamotten oder was auch immer. Es wird da viel verkauft. Das ist natürlich nicht ganz so mein Gebiet, auch wenn ich mal hier und da ein T-Shirt mitnehme. Aber nichtsdestotrotz sind wir eben halt mit meinen Gastgebern, beziehungsweise meinem Gastgeber und seiner Tochter, sind wir über diesen wunderbaren Flohmarkt gegangen und hatten eigentlich auch viel Spaß. Sie haben hauptsächlich nach Filmen und 3 Fragezeichen-Bücher Ausschau gehalten. Mein Bruder und ich, ihr wisst es, ihr kennt unsere Videos. Wir haben natürlich auch Filme, aber auch Games, Spielzeug und anderen Stuff eben halt. Da haben wir Ausschau nachgehalten. Das ist jetzt nicht deren Sammelgebiet, aber das heißt ja nicht zu sagen. Für sie war es auch interessant zu sehen, was suchen wir, und es hat viel Spaß gemacht. Wir waren dann insgesamt, wir waren so, ja, ich sag mal, grob gesagt, wenn wir um 8 Uhr beim Parkplatz waren, waren wir bis 1 Uhr da. Also man hat schon seine 5 Stunden dort verbracht. Und es war auch voll später und es waren gar nicht so wenig Stände. Und wir sind schön fündig geworden. Ich fange an einfach mit Disney. Disney, da habe ich eine Hörspielkassette gefunden. 50 Cent hat sie mich gekostet. Ist die Nummer 6, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Doch, da steht die Nummer 6. Von Aladdin. So ein Schlamassel, vom Winde verdreht. 2 Episoden aus der TV-Serie als Hörspiel. Sieht man auch nicht so oft. Und ja, das gab es, wie gesagt, vom Flohmarkt. Und bevor ich vom Flohmarkt komme, wollte ich noch 2 Bücher, bevor ich weiter zum Flohmarkt, 2 Bücher haben wir auch von unserem Gastgeber bekommen.
Und zwar hier haben wir Black Crouch gestohlene Erinnerung. Ich will euch ja nichts vorenthalten. Und hier haben wir noch der Erbe der Jedi-Ritter. Ein echt interessantes Comic-Cover mit Luke Skywalker. Ja. Und vielen, vielen Dank nochmal dafür. Die werden auch von meinem Bruder, beziehungsweise vielleicht auch lese ich das damals auch von hier gelesen. Ja, so. Aber jetzt weiter im Text mit dem, also wie gesagt, die Hörspielkassette. Und von Disney hat mein Bruder dann noch für 1 Euro mitgenommen. Basil, der Mäusedetektiv, oder der große Mäusedetektiv. Das ist das Stickeralbum von Panini. Aber auch hier teilweise ganz wenig eingeklebt. Also es sind welche Sticker eingeklebt, aber es ist, wie gesagt, eine Handvoll Sticker. Ja, und wie gesagt, für 1 Euro. Es lag da mitten drin und hat, man wurde einfach gefragt und für 1 Euro hat er gesagt, komm, nimm da mit. Er selbst hat das auch noch irgendwo, kann es nicht finden. Ich habe es inzwischen auch einmal in meiner Sammlung, sogar vollständig, aber sowas lässt man nicht liegen. Es ist halt ein Zeitzeugnis und beziehungsweise ist es ja auch ein Filmklassiker mittlerweile. Und ich gucke jetzt gerade, das ist von 86, oder? Ja, 86. 1986 ist dieses Album rausgekommen. Hat mal 50 Pfennig gekostet. Also eine halbe D-Mark. Gut, was haben wir denn weitergefunden? Und wo ich jetzt da war, bei das komme ich weiter zu Büchern. Ich habe ein Buch gefunden, das hat 1 Euro gekostet, ist ein Gebrauchzustand, aber es ist ein Doppelroman von Wolfgang Holbein, Indiana Jones, oder 2 Romane in einem Band. Und zwar Das Schwert des Genghis Khan und Das Geheimnis der Osterinseln. Wolfgang Holbein hat ja einige Romane mit 9 Geschichten zu Indiana Jones geschrieben. Das sind mittlerweile Sammelstücke, die gibt es seltener. Ich habe sie in meiner Sammlung komplett. Inzwischen sind die Romane auch in neu aufgelegt worden von ihm, aber nicht mehr unter der Indiana Jones Lizenz, sondern er heißt jetzt der Hauptcharakter Thor Garson. Ja, die, wie gesagt, aber in als Indie mag ich die lieber, und als ich den dann gesehen habe bei einem Buchhändler, wo ich noch was anderes gefunden habe, was ich euch etwas später zeige, ja, habe ich den für 1 Euro mitgenommen. Das war einer wirklich, alle Bücher 1 Euro, und den haben wir dazwischen und dann mitgenommen. Ihr seht, er ist hier nicht im besten Zustand, ist ziemlich zerknickt und fett zerlesen, aber vollständig, und man sieht diese Indie-Romane sehr selten. Ja, gut. Dann möchte ich weitergehen, bevor ich zu Filmen komme, zu Toys. Wir haben auch Toys da gesehen. Ja, es war eine Menge Spielzeug da, aber eben halt auch viel Modernes, aber auch wenig Retro. Und als erstes habe ich bei einem, der hatte auch Games, aber da nichts dabei, was wir jetzt nicht hatten. Aber in einer Grabbelkiste habe ich Figuren gefunden. Und für 3 Euro habe ich dann 2 Mask-Figuren mitgenommen. Die sind bespielt, aber irgendwie wollte ich mal welche mitnehmen. Und zwar einmal diese beiden Figuren, einmal zu Firefly, und ich weiß, der heißt irgendwie mit Nachnamen Bombay, der Charakter, hat auch so ein Motorrad, ja, sind jetzt bespielt und abgenutzt, aber sehr schöne Figuren, und für 3 Euro habe ich dann, ich wollte erst 5, habe ich auf 3 runtergehandelt, war auch dann in Ordnung. So, und für, ich glaube, 7 Euro hat mein Bruder das hier mitgenommen. Es ist nicht vollständig, aber trotzdem in einem schönen Zustand auf eine Art, auch wenn Dinge fehlen, und zwar von Starcom, diesen Bomber oder dieses Raumschiff der Bösewichter, hat er für 7 Euro mitgenommen. Hier vorne kommen die Gleiter von dem rein, aber hier zum Beispiel die Cockpits kann man noch öffnen, und die Scheiben sind in einem sehr, sehr schönen Zustand. Na. Kann man hier auch noch sehr schön zumachen. Die Kanone hier unter ist noch drin. Die kann man hier rausklappen. Könnt ihr sehen, da ist sie rausgeklappt. Die ist noch dabei. Ansonsten, hier ist eine Kanone da. Die fehlt auf dieser Seite. Und hier unten fehlt die Landeklappe. Aber wie gesagt, Starcom sieht man seltener auf dem Flohmarkt, und selbst wenn man den zur Vervollständigung nehmen würde, ist es nicht schlecht. Achso, die Kanonen, die hier vorne hier rausklappen, die fehlen auch. Ja, ansonsten ist, weiß ich nicht, man sieht den so selten, diese Starcom-Sachen, deswegen haben wir es einfach mitgenommen. Und ja,
Der Preis war, fand ich, auch ganz okay mit 7 Euro. Die werden weitaus teurer mit wesentlich schlechteren Zuständen angeboten. Und deswegen, ja, haben wir das einfach mitgenommen. Mein Bruder hat es mitgenommen. Und ja, was sagt ihr? Habt ihr vielleicht die Ersatzteile, dass wir es vervollständigen können? Schreibt mir es in die Kommentare oder schreibt mich an. Dann hat mein Bruder noch zwei Sachen mitgenommen bei einem Stand. Das war eine Händlerin, die hatte einige schöne Sachen, aber auch teuer. Die war wirklich so, ja, bei eBay kostet das das. Und im Endeffekt 80% waren ihre Preise bei eBay. Hat mein Bruder aber zwei Sachen gefunden. Die sieht man so seltener und man konnte jetzt wirklich mal in den Zustand gucken. Auch online werden die weitaus teurer gehandelt, das Stück. Und es ist eben halt eine seiner Lieblingszeichentrickserien. Und die Dinger kommen aus den 80er Jahren. Und wir sprechen hier von Robotech. Und hier haben wir Space Fortress SDF-1. Das ist der Bausatz. Oder ist ein Bausatz von Robotech. Ich versuche mal, das jetzt kurz mal vorsichtig rauszunehmen. Hier seht ihr, das ist das, so ein Raumschiff, so ein transformierendes Raumschiff. Robotech ist eine Zeichentrickserie, die bei uns in Deutschland nicht lief. Die haben mein Bruder und ich über den damals noch frei empfangenen Sky Channel in den 80er Jahren oder 85, 86 gesehen. Gibt es in Amerika, in anderen Ländern ist die erschienen. In Japan heißt die Serie Macross, ist für den amerikanischen Markt ähnlich wie Saber Rider bearbeitet worden. Aber ist sehr, sehr spannend und ja, man sieht diese Bastelsätze von Revell, da gab es eine ganze Menge. Die haben die rausgebracht, damals in den 80er Jahren. Und ja, das ist ein Datum, kann ich noch vielleicht noch was genauer sagen. Dass man vielleicht ein Datum noch mal hier dran sieht. Das Problem ist, bei alten Sachen ist seltener das Datum gewesen. Doch hier, 1985 bei Revell. Ja, und einfach für die Sammlung, für die schöne Robotech-Sammlung, da hat mein Bruder das gerne mitgenommen. Und dabei blieb es nicht. Er hat noch ein zweites Modell mitgenommen von dort. Beide zusammen übrigens für 25 Euro. Sollte 30 erst kosten, er hat auf 25 runtergehandelt. Einzeln gingen die so für 35 Euro das Stück weg. Aber es ist das gleiche Modell noch einmal in der Macross, in der Japan-Fassung. Hier könnt ihr sehen, es ist schon mal versucht worden oder anzubauen. Hier, jetzt könnt ihr das sehen. Ich will vorsichtig sein, dass es nicht runterfällt. Hier ist es jetzt rausgenommen, ist es aber sonst noch vollständig. Und hier ist sogar ein Zettel drin, dass ich einzeln mal 20 Euro haben wollte. Somit haben wir diese beiden schönen Bausätze für 25 Euro gekriegt. Das ist auf den ersten Blick natürlich teuer, aber andererseits, die findet man so nicht. Deswegen war es doch, finde ich, ein sehr schöner Preis. Ja, und jetzt können wir schon, bevor wir es zu Gaming kommen, Games werde ich am Ende zeigen, haben wir ein paar Filme gefunden. Ich gucke gerade ein paar Filme, genau. Und zwar, diese drei Filme hat mein Bruder bei einem Händler mitgenommen, hat, glaube ich, so etwa 45 Euro bezahlt. Bisschen heruntergesetzt, und zwar haben wir hier einmal True Blood, die komplette siebte Staffel, die fehlt ihm noch auf Blu-ray. Dann auch ein Klassiker und eigentlich sehr lustig, ein Seth Rogen, Elizabeth Banks Film, Zack and Miri Make a Porno, auch richtig cool, richtig schöne Komödie, und ein Trash-Klassiker als Limited Edition im Mediabook. Noch sealed, den gab es da, gab es mit verschiedenen Covern. Wir haben das Cover uns ausgesucht von RoboJocks. Ist sogar der zweite Film, Robot Wars, noch dabei. Absoluter Trash-Mech-Film, aber ja, dafür wollte man 1,35 haben, weil er noch neu ist. Und dann haben wir da zugelangt. So, jetzt gucke ich mal kurz. Dann haben wir einiges an Blu-rays gefunden, die uns noch in der Sammlung fehlten. Und zwar habe ich jetzt hier zusammen mit dem Film für 3 Euro mitgenommen. Und zwar habe ich einmal SWAT mit Samuel Jackson und Colin Farrell mitgenommen. Nicht, doch, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, LL Cool J und Simpsons. Der Film gab es zusammen für 3 Euro. Die fehlten uns so noch. Dann, da waren wir nicht sicher, ob wir diese Version haben. Auf jeden Fall die 20 Jahre Jubiläumsedition, Kinofassung und Extended Cut. Leider ist die Hülle kaputt, aber gab es für 2 oder 3 Euro. Independence Day, der Klassiker. Kultfilm.
Dann habe ich für 2 Euro mitgenommen, eigentlich auch für die Sammlung hauptsächlich, Oliver Stones Platoon mit vielen großartigen Schauspielern wie Charlie Sheen. Ist halt ein Klassiker aus den 80ern. Und für je 1 Euro gab es die 3D-Fassung von Schwerter des Königs, die letzte Mission mit Dominic Purcell. Ja, ist nicht das Beste, weil 3D war und so weiter. Und hier ein Abenteuerklassiker mit Matthew Broderick, Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer, Der Tag des Falken. Auch für 1 Euro. Da, ja, kann man nicht viel verkehrt machen. 1 Euro, da kann man auch mal Dinge mitnehmen, die dann nicht die berauschendsten sind. Gut, dann kommt es noch, bevor ich zu den Highlights, diesmal ende ich mit den Highlights von meinem Bruder, die er gefunden hat, beziehungsweise die wir gefunden haben, aber für meinen Bruder ist das eher für seine Sammlung. Für meine Sammlung kommt jetzt ein Stapel Magazine. Ich habe einen Stapel Game-Magazine gefunden. Und zwar waren in einer IKEA-Tasche ein Riesenstapel von Heften. Und zwar waren es insgesamt 24 Hefte. Und ich habe dann eins mitgenommen, das war bei dem gleichen, der für 1 Euro pro Buch, er wollte 1 Euro Bücher da verkauft, eben halt, alles für 1 Euro, alles 1 Euro. Und da hatte die halt die Tüte mit 24 Heften und ja, ich hatte natürlich kein Interesse, 24 Euro bezahlen dafür, weil ich in dem Moment auch noch nicht wusste, wie viele Hefte es sind und ich wollte einfach nicht, dass da auch weiter auseinandergenommen wird. Also habe ich gefragt, Mensch, du hast eine Tüte da liegen, ich habe ein Heft mitgenommen von diesem Magazin, was willst du für die ganze Tüte haben? Hat er so überlegt, weil er wusste in dem Moment zwar, dass er die Tüte hatte, aber nicht, wie viel da drin waren. Ja, 1 Euro pro Stück. Ich sagte so, komm, für die ganze Tüte gebe ich dir einen 10er. Was sagst du? Und er sagte auch, komm, gib mir 12. Oder nee, er sagte, er ist 13. Ich sage, komm, 12. Und dann sagt er 12. Habe ich ihm 12 Euro gegeben und habe ich jetzt für diese ganzen Haufen Magazine 12 Euro bezahlt. Und es sind richtig schöne Sachen. So, da war sogar ein Umschlag noch dabei, den ich natürlich auch behalten werde, mit Rayman. Ich halte nur die Adresse zu, weil da ist eine Privatadresse drauf. Das war eben halt vom Verlag gekommen. Dann war wahrscheinlich eine Verlagsinformation, eine Rechnung oder so. Finde ich richtig cool. Sieht man auch nicht alle Tage. Ja, und dann habe ich hier einen Stapel Hefte. Ich habe sie jetzt noch nicht komplett sortiert. Sie sind, wenn ich es richtig gesehen habe, fast alle vollständig. Bis auf 2, da fehlen die Poster. Die hätte ich ganz gerne, da komme ich aber gleich, wenn ich die Zeitschrift in der Hand habe. Aber es handelt sich um die Maniac. Und zwar habe ich hier die Maniac 399, also wirklich, jetzt richtig hoch, 25 Jahre alt. Mit Metal Gear Solid für die PlayStation 1. Ist das nicht Hammer? Von diesen Magazinen, die ich jetzt hier auch gleich zeigen werde, werde ich Let's Views auf jeden Fall machen. Ich werde die einzeln auseinandernehmen. Deswegen werdet ihr am Ende auch nicht alle Magazine einzeln sehen in der Zusammenfassung. Da werde ich dann das nur im Stapel lassen. Auf jeden Fall geht es dann weiter hier mit der 799, mit unter anderem Resident Evil 3. Hier ist ein Sticker drauf, wo eben noch unten steht, Keep Out, Gaming Zone, Bravo Screen Fun. Ja gut, mache ich nicht abholen, lohnt sich nicht. Dann habe ich hier Resident Evil Zero, das ist sogar 2003. Ihr seht, mit was für coole Themen da drauf sind. 2 von 2003 mit Tomb Raider, Angel of Darkness, auch Maniac, wie ich sagte, Maniac, hauptsächlich die Maniac. Die 499, ja, Wahnsinn. Hier haben wir die 7 2003, mit Halo. So, und hier habe ich die 12 2003, die Jubiläumsedition, 10 Jahre Maniac, mit der Maniac-CD noch im Originalzustand. Richtig cool. Ach so, irgendwo bei einer CD, die lag dabei, ich weiß aber gar nicht, bei welcher das war, das muss ich noch rausfinden, war diese Xbox Der Unterschied Promo DVD dabei. Da sind Musikvideos dabei und dann von den Gorillas und exklusive, noch nicht auf dem Markt erschienene Trailer zu Games. Die ist noch sealed, bleibt ja auch, aber Wahnsinn, die dabei zu finden. Gut, weiter geht es. 5,99 PlayStation 2 Rennspiele. Und da sind natürlich auch viele Werbungen dabei, wie jetzt hier Gags. All das werde ich auseinandernehmen, alles auch einzeln zeigen, wenn ich kann. Hier haben wir auch eins der Highlight-Sachen mit 14 Aufkleber im Heft. Haben wir eben halt so eine Art, ich glaube sogar Dino Crisis hier. Und hier ist dann sogar noch der Stickerbogen von Silent Hill dabei. Wahnsinn. Richtig cool.
richtig cool. Das fand ich auch mega. So, hier haben wir die 10,99. Achso, das war die 9,99. Ja, mit 10,99. Gut, die ist ein bisschen sonnengeblichen, aber auch nicht schlecht. So, hier haben wir 148 Seiten, 88 Tests, Nummer 12, 2002 mit GTA Vice City. Dann haben wir hier Indiana Jones unter anderem für wahrscheinlich für das N64. Über die Dreamcast haben wir hier gesucht, der größte Lara-Fan. Auch im Halt richtig immer schön. Diese, das ist die Ausgabe 2,99. Dann haben wir hier die Ausgabe 12,98 mit zwei Riesenpostern. Die sind hier sogar noch drin. Mega. Einfach nur mega. Dann habe ich hier mit Apokalypse drauf oder Apokalypse die 10,98. Der Bruce Willis PlayStation 1 Klassiker. Richtig gut. Hat mal 5,90 gekostet, das Magazin. Dann hier die Maniac mit Heldenträume, Final Fantasy 8 und die Poster mit Mission Impossible sind noch drin. Das ist eine Ausgabe, wo leider das Riesenposter oder die zwei Riesenposter fehlen. Kann ich auch verstehen, aber wer sie hat, kann sie mir gerne auch zukommen lassen. Oder zur Vervollständigung, weil mir fehlen die. Es geht um Resident Evil. Da seht ihr Resident Evil Poster. Das fehlt. Schade. Schade, schade, schade. Und das gleiche habe ich jetzt bei dieser Ausgabe, dieser Maniac. Achso, das war die Maniac-Ausgabe 5,98. Und hier 4,98. Zwei Riesenposter, Resident Evil 2. Das kam das Sequel raus und die Poster fehlen. Also, die fehlen mir noch. Aber auch richtig cool, das Magazin zu haben. Sonst ist es vollständig. Und hier haben wir zum Beispiel die 11/2003 mit Castlevania und dem Guide. Hier ist noch so ein Guide drin. Der ist auch noch drin, aber hier haben wir Castlevania. Richtig cool. Auch hier ist dieser Guide noch drin. Das ist von 6/2004. Das ist so ein Special-Teil, was hier in der Mitte ist. Hier haben wir echt viele Klassiker. Project Zero 2. Ach, herrlich. Das ist die Maniac von 6/2004 mit Siphon Filter. Richtig cool. Hier ist auch ein Booklet drin. Das ist die 4/2004 mit Thief. Und hier ist auch noch dieses Special mit AirType Final drin. Und Silent Hill 3 Werbung. Also, mega. Mega. Nein, Maniac. Das ist Maniac. Das ist Wahnsinn. Hier haben wir Siphon Filter, auch Omega Strain. Das ist die 6/2003 mit The Legend of Zelda Wind Waker. Auch richtig cool. Und hier haben wir auch hier, glaube ich, fehlte der Guide, weil der draußen war. Genau, dieser Games Guide fehlt. Das ist die Maniac von 11/2002. Auch richtig cool. Aber ich habe eine Sache hier, die muss ich gucken. Da war nämlich noch ein geniales Extra dabei. Das finde ich natürlich jetzt so einfach nicht. Will ich euch nicht vorenthalten. Ist mir jetzt eben, weil es nicht auf draußen dran stand. Irgendwo war das. Finde ich es nicht. Jetzt finde ich es nicht. Und gerade wenn man es zeigen will, das ist natürlich dann wieder doof. Ja, da haben wir es. Hier war exklusiv Sticker noch zu Metal Gear Solid. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Diese coolen Sticker. Wie gesagt, für 12 Euro habe ich diesen ganzen Stapel vom Wahnsinn befallen, von der Maniac erworben. Zwei andere Magazine waren noch dabei. Einmal haben wir hier Games von, weiß ich gar nicht von wann, von 2000,
Steht hier leider gar nicht. Naja, auf jeden Fall diese Games. Und das ist die GamePro Technik und Zubehör von, steht hier wahrscheinlich auch nicht so richtig, dann doch 2004 inklusive CD. Die CD ist auch noch da drin. Richtig cool. Dieser ganze Stapel, wie gesagt, habe ich mitgenommen für 12 Euro und da bin ich echt begeistert von, gerade diese alten Hefte in die Hand zu halten und dann noch mit so viel Extras dabei. Andererseits die zwei Resident Evil Poster, die fehlen. Also wer sie abzugeben hat für schmalen Taler, sage ich mal, damit ich es vervollständigen kann, gerne sich bei mir melden. Ja, und jetzt wollt ihr noch wissen, was haben wir noch an Games gefunden? Denn wir haben ein paar Games gefunden und diesmal wird es wirklich retrolastig, denn interessanterweise so die aktuellen Konsolen waren nicht so in der Masse vertreten und wenn, waren das Spiele, die wir alle schon hatten. Und deswegen fängt das erste an, was mein Bruder, ich glaube, für 2 oder 3 Euro mitgenommen hat, für die Xbox 360, die für die Xbox Live Arcade Spielepaket hat er mitgenommen. Einmal dieses hier. Da ist Lumines Live drauf, Geometry Wars 2 und Bomberman Live. Ja. Weil er es nicht in der Sammlung hatte, ist wirklich auch nichts weiter drin. Ist das sozusagen für uns hinzugekommen worden oder hinzugenommen worden in die Sammlung. Dann habe ich in einer Kiste für jeweils 1 Euro, da waren ein paar PC-Spiele drin, aber ein paar schöne dabei. Und zwar habe ich hier einmal das Adventure Atlantis Evolution limitierte Sonderausgabe mit dem Lösungsbuch. Das ist hier dann, naja gut, ich nehme es jetzt nicht raus. Das Lösungsbuch ist da noch mit drin. Das ist ein wunderbares Adventure. Und auch so ein Ego-Shooter Action-Adventure habe ich dann zweimal gefunden. Wie gesagt, die 1 Euro. Und zwar hier die Game of the Year Edition von No One Lives Forever, inklusive Soundtracks und Source Code. Die Version fehlte meinem Bruder noch, da war er richtig happy, dass wir die gefunden haben. Und passend dazu natürlich No One Lives Forever 2. Auch ein Spiel, was ich nur empfehlen kann. Hier ist sie noch gleich. Kate Archer ist eine weibliche Agentin à la James Bond und richtig coole Action, tolle Geschichte. Gibt es eine PlayStation 2 Version und ich weiß gar nicht. Ich glaube, aus Rechtsgründen durfte bisher kein Remaster kommen, aber es wäre schön. Es wäre richtig schön, weil es ist ein absolutes Kultspiel. Ja, das waren schon fast alle Kieler Funde. Jetzt kommen noch ein paar PC-Spiele, denn wir haben PC-Bigboxen gefunden. Relativ früh, wir waren, glaube ich, gleich der 5. Stand, da war dann auf dem Boden eine Kiste mit PC-Bigboxen. 3 PC-Bigboxen hatten wir, also wir hatten einiges mitgenommen, ein paar Teile noch liegen gelassen. Und auf dem Rückweg nochmal, hatte mein Bruder nochmal 3 Stück mitgenommen. Wir haben da aber auch durchschnittlich, kann man sagen, 20 Euro hingelegt. Das ist ein normaler Kurs. Es waren keine Schnapper. Doch, Schnapper waren schon, weil es sind ein paar sehr hochpreisige Spiele dabei gewesen. Ein paar haben wir liegen lassen, die waren auch weg später, wie ein Privateer 1, Civilization und Colonization von Sid Meier. Kenner unter euch werden natürlich wissen, was die wert sind. Aber wir haben hier noch ein paar schöne Spiele gefunden in Big Boxen, vollständig mit den Disketten und so weiter. Ich werde die Spiele jetzt nicht großartig viel auseinandernehmen, aber ich werde sie euch zeigen. Und ich fange an mit der Big Box von Pirates. Pirates Gold, das ist jetzt die Zweitauflage dieser Edition. Pirates ist halt ein, ja, eine Simulation, kann man sagen, eine Action-Simulation. Man ist Pirat und darf die Karibik durchsegeln. Richtig kultiges Game. Ich habe es auf dem C64 erstmals gespielt. Und hier könnt ihr auch sehen, Diskette und Handbuch, alles dabei. Disketten. Ja, das war noch vor der CD und vor der DVD und vor der Blu-ray und vor der HD. Ja, vor allem, vor der Digitalität. Da hat man auf Disketten zugegriffen und davor auf Kassetten. Wie gesagt, hier gab es dieses wunderbare Spiel Pirates Gold. Dann gab es ein Spiel, was mein Bruder so jetzt nicht, auch noch nicht hatte in der Sammlung. Fantasy General, das ist ein Strategiespiel von SSI und Sierra Online. War doch, nee, Mindscape. Sierra hat später SSI rausgebracht, das war eine andere Firma. Ihr könnt hier auf der Rückseite sehen, das ist Strategie. Und auch hier, aber in dem Fall ist schon die CD dabei. Dann haben wir hier noch Handbuch, wunderbar. Um,
Dann kommt, ich greife einfach rein, das sind wirklich Highlights, denn hier haben wir ein echtes Highlight. Ein richtiger Klassiker, und der wird auch teuer gehandelt. Das ist auch etwas, was nicht jeder hat, auch die CD-ROM-Version von Warcraft Orcs and Humans. Richtig cool, das war das erste Warcraft, und es ist eine wunderschöne Box, sieht man so nicht alle Tage. Auch hier Handbuch und CD, meistens sieht man nur die CD, diese Big Box, diese wunderschöne, sieht man nicht alle Tage, und die sieht wirklich toll aus. Dann ein Spiel, wo ich meinen Bruder doch erst überredet habe, das mitzunehmen, weil man sieht es so sehr selten. Ist auch eine Simulation. Hier steht eine Film- und Stuntflugsimulation von Disney Software, Stunt Island. Richtig geniales Cover. Auch schwer, dickes Handbuch drin, Disketten. Also richtig cool. Kompatibel mit der Sound Source. Sagt mir jetzt nichts. Ich habe mich auch noch nicht so sehr da auseinandergesetzt. Man kann sozusagen einen Film drehen und schneiden und ja, Stunt fliegen. Also man hat damals viel experimentiert mit dem, was man als Gamer machen kann. Die passen jetzt erstmal leider nicht hier auf meinen Tisch, aber später in der Zusammenfassung werde ich es nochmal zeigen. So, weiter geht es dann mit einem Klassiker. Die Box ist leider an einer Stelle eingedrückt, aber von SSI, Archon Ultra. Eine Simulation mit Schach. Richtig cool. Archon ist ein Klassiker. Und das hier ist auch auf CD-ROM. Das Handbuch ist leider ein bisschen geknickt. Hier sieht CD-ROM auch richtig cool. Aber das haben wir noch nie gesehen. Und das werden wir wohl, hier ist es ein bisschen eingedellt, so vom Liegen. Das werden wir wohl ein bisschen ausbügeln. Aber richtig cool. Ja, richtig cool wird es auch mit den nächsten Games. Auch ein Klassiker. Syndicate von Bullfrog. Richtig schön. Top-Zustand. Diskettenversion habe ich. Ich habe die eigentlich auch in meiner Sammlung. Jetzt hat mein Bruder sie in seiner Sammlung. Manche Spiele wie diese kann man auch nur doppelt haben. Das habe ich nicht in meiner Sammlung, bin ich der Meinung. Aber bin ich der Meinung. Ich weiß es sogar. Aber das sieht man auch wirklich ganz am selten. American Revolt, Syndicate, Data Disc. Das waren sozusagen die Add-ons. Richtig schön in einer Box. Ist so ein Schuber, und da ist dann eine schwarze Box. Das hat sich damals, ich glaube EA war das, die das rausgebracht hat, Electronic Arts, die haben das ganz einfach in dem Sinne gemacht, aber das heißt einfach, ist trotzdem eine richtige, schöne Box. Dann auch ähnlich in einem Schuber ein Klassiker, den wir nicht liegen lassen konnten, auch wenn der nicht perfekt im Zustand ist, aber CD-ROM-Version von System Shock. Ein echter Klassiker von Warren Spector, den habe ich auch mal kennengelernt, cooler Dude. Die US-Version hat mein Bruder auch, habe ich ihm sogar mal signieren lassen, weil ich ihn damals im Interview hatte, den Warren Spector, zu Epic Mickey. Das hat er auch rausgebracht, cooles Teil. Ich habe, wie gesagt, echter Klassiker, und der durfte nicht fehlen. So, und jetzt komme ich noch mit zwei Klassikern. Von der Powerplay, damals als besonders empfehlenswert, auf Disketten für den PC, hier haben wir Battle Isle, auch ein Strategiespiel. Auch in richtig schöner Pappbox. Leider auch so ein bisschen hier. Ihr seht das ja, aber richtig schön. Und als Finale darf nicht fehlen Battleize 2. Wie gesagt, man sieht hier die Spuren, dass es gelagert hat. Ist eben halt so, manche Boxen sind empfindlicher, sind auch schwer durch die dicken Handbücher. Wie gesagt, ist das Add-on hier, ist ein Abriss, aber findet man trotzdem diese Big Boxen, findet man nicht oft. Findet man echt nicht oft. Ja, und mit dieser ganzen Beute, ne, ich habe nichts vergessen, habe extra dreimal geguckt, ja, sind wir am Sonntag dann nach Hause. Beziehungsweise erstmal zu den Freunden in Kiel, wo wir dann noch schön gefrühstückt haben gemeinschaftlich. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, um ja, nach Hause zu kommen, in die heimatlichen Gefilde. Ja, so war ein Flohmarkt im hohen Norden doch recht erfolgreich. Und wir waren wirklich auch erstaunt, was wir an schönen Sachen gefunden haben. Die schönen Gastgeschenke, damit fing es an, oder, und dann Funde nach unserem Geschmack. Denn Big Boxen hat mein Bruder sehr lange nicht gefunden. Das hat ihn sehr glücklich gemacht, diese zu finden, weil es auch Klassiker sind, die in seiner Sammlung dann Platz finden werden. Und ja, die wir da liegen gelassen haben, hat er in der Sammlung. Deswegen
war das jetzt kein großer Verlust. Und ja, einfach schön. Was sagt ihr? Ihr seid dran. Wart ihr auch schon mal in Kiel auf dem Flohmarkt? Ich kann ihn auch nur empfehlen. Er ist sehr, sehr schön. Ist in der Innenstadt. Und das Wetter war schön. Und ja, vielleicht bin ich beim nächsten Mal, beziehungsweise einem nächsten Mal, wenn wir es wieder uns verabreden, beim Treffen mit dem Freund in Kiel und im Flohmarkt steht dann wieder. Ich weiß es nicht. Das ist alles, ja, wenn ich so hinschaue, man weiß ja nie, was am findet. Man weiß nie, was passiert. Und das ist auch das Schöne dabei. Das macht Flohmarkt aus. Nochmals vielen Dank an meine Gastgeber oder unsere Gastgeber, die uns dann mitgenommen haben auf dem Flohmarkt für alles. Und ja, lieben Gruß an euch. Und hier seht ihr unsere Beute. Und ja, wie gesagt, die haben ein paar 3-Fragezeichen-Bücher und ein paar Filme gefunden. Die waren auch sehr schön. Ich habe leider kein Foto, ich kann es euch nicht zeigen. Und ja, das soll es gewesen sein. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Ne? Ihr seid dran. Was ist euer Highlight? Bei uns sind es die PC-Pickboxen. Entschuldigung, die sind es wirklich. Und die haben uns echt glücklich gemacht. Ansonsten, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich. Also einschalten. Bis dann.